Hallo und herzlich willkommen zurück bei ARK. Es hat sich extrem viel verändert. Ich werde jetzt nicht alles durchgehen, ich werde auf jeden Fall nur anmerken, dass ich hier an dieser Base nicht weiterspielen werde. Ich werde mir eine separate Base machen, weil in letzter Zeit, ich habe eben viel vorproduziert und kam erst jetzt dazu, wieder was Neues anzufangen. Also eine neue Aufnahme. Und es hat sich hier extrem viel verändert. Es liegt auch daran, ich habe die Singleplay-Welt auf einen Server getan und dort spielen wir eben gemeinsam. Ich kann euch mal hier kurz mal zeigen. Das ist im Prinzip dieser ganze Lagerraum, wo die ganzen Dinos drin sind. Hier Parex. Hier der Brutkasten und so weiter und so fort. Das ist einfach zu viel. Und ich möchte mit euch allgemein noch so Standardsachen durchgehen. Aber ich konnte der Versuchung nicht widerstehen. Ich musste meiner Sucht nachgehen und dort spielen und spielen und spielen. Und bevor ich jetzt zu jedem Dino die kleine Geschichte erzähle, werden wir einfach zu dieser separaten kleinen Insel machen. Hingehen. Dort werden wir dann immer die Let's Plays machen. Weil dann ist es so einmal geteilt. Ich werde da nicht drauf eingehen. Und wir gehen zu einem Bett. Und machen eine Schnellreise zu dem neuen Ort. Und zwar fange ich hier mein Let's Play wieder an. Und reise dorthin. Paar Sachen habe ich schon hier gemacht. Ich habe nur eben eine kleine Wand gezogen. 5 auf 5. Eins hoch. Einen Adler habe ich dabei, standardmäßig. Weil der mir bei einigen Situationen helfen wird. Oh nein, cool. Nein, nicht aufsteigen. Das eine nehmen wir mit. So. Und hier habe ich auch noch ein paar Ausrüstungsgegenstände. Die nehme ich mit. Und wie gesagt, hier werden wir ein neues Leben anfangen. Werden uns nach und nach ausbauen. Ich werde mit euch so ein paar Sachen durchgehen, wie wie machen wir das mit den Feldern? Wie zähme ich oder wobei nicht zähme, wie züchte ich Dinos? Also Sachen. Und warum ich den Adler hier mitgenommen habe, liegt einfach daran, weil ich könnte zwar auch ein Floß machen und immer wieder hin und her gehen, aber auf dem Berg befinden sich eben Metalle und so komme ich eben schnell an Metalle ran. Wir werden jetzt aber auch mal, beziehungsweise ich werde euch mal kurz ein bisschen die Insel hier zeigen. Wie nennt sich die Insel? Mit I kann ich es nachschauen. Die Tote Insel. Also wir leben jetzt hier auf der Toten Insel. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, hier gibt es eine Höhle. Vielleicht habe ich mich auch vertan. Ich glaube, das ist auf der anderen Insel. Die dürfte irgendwo da unten, also rechts unten dürfte die sein. Wobei, ist das die? Egal, wir schauen mal kurz nach. Dann gucken wir mal. Und dann werden wir mal... werden wir das Haus bauen. Da ist schon ein Raptor, den versuchen wir mal abzuballern. Dann sammeln wir nachher ein bisschen Metall. Ach, Heiland sagt, ich treffe den nicht. Jetzt aber. Und noch einen Schuss. So. Toter Raptor. Was hat denn dabei? Oh, Pfeile. Und das brauche ich nicht. Ja, wie gesagt, ich habe eben mit gerade Nugget Crafter und Sapse habe ich hier eben angefangen. Alles aufzubauen und ja, es hat sich vieles verändert und ich finde einfach, dort jetzt wieder reinzukommen, nein, danke. Aber was ist denn das denn? Ein Dunkbiatl, ja cool. Die ganze Dossiers, mal schauen, vielleicht mache ich da mal ein Video, wo alle Dossiers versteckt sind. Muss ich mal schauen, ob ich es dazu gelöst habe. Oh, ein Carnotaurus. Oh, und lila Licht. Da gehen wir doch gleich mal hin. Und ich glaube, auf der Insel hat es keine Höhle. Habe ich mich vertan. Aber egal. Oh, ein Bauplan für einen Metallwasserhahn. Und ein Bauplan für eine einfache Kugel. Und beim Kanu will ich jetzt eigentlich nicht vorbei. Da hüpfe mal. Johoi.
Hier auf der Insel hat es auch allgemein ein paar Adler, glaube Carnotaurus, Skorpione, Säbelzahntiger. Also so ein paar kleine Gefahren, aber den können wir recht gut dann mit dem Adler ausweichen. Und werden wir uns halt eben nach und nach ein bisschen hocharbeiten. Da hat es auch ein Kano und ein Skorpion. Und wenn jetzt nachher die Nacht eintritt, dann dürfte dieses Event nochmal starten. Das ist gerade so ein Arc so ein Event. Das immer bei der Nacht gibt es in diesen Beacons oder halt in diesen Leuchtstrahlen gibt es ein paar Skins versteckt. Und das sind halt Skins, die kann man normal freischalten oder halt eben dort einfach rausholen. Und das finde ich eigentlich eine echt coole Sache. Außerdem gibt es momentan ein paar Dinos, die sind, die haben rot-grüne Färbung. Die sieht man echt gut. Das sieht eben gerade von Weihnachten her zum neuen Jahr, haben die das, eingeführt. Halt bis zu dieser Zeit, ne? Natürlich wahrscheinlich bis zum 1. Januar. Und dann dürfte sich auch alles wieder normalisieren. Und stirb! Zu Aberration, Aberration werde ich wahrscheinlich trotzdem mit dem Singleplayer die ganze Zeit spielen, weil ich kann es noch nicht so ganz handeln mit den ganzen verschiedenen Welten. Da müsste ich wahrscheinlich ein Backup machen und ja, das ist mir zu aufwendig. Und Aberration, keine Ahnung, da werde ich vielleicht allgemein noch tolle andere Sachen entdecken. Und jetzt hier bei dieser Let's Play-Welt, also die Insel, die bebaue ich wahrscheinlich im ganzen Let's Play. Und dort werde ich werde es versuchen, dass ich dort nichts im Voraus mache. Okay, vielleicht ein paar Sachen mit dem Farm, Metallfarm etc., aber so, ja, ihr werdet es ja dann sehen. Und hier diesen runden Stein hat sogar meistens mehr Metall drin als den anderen Steinen, drum baue ich die jetzt einfach mal ab. Können wir uns vielleicht gleich eine Werkbank bauen. Und noch einen Schmelzofen. Und vielleicht werde ich dann auch mal Jan und Zapse, also halt hier, ne? Logikkraft und so. werde ich auf diese Insel mit einladen, dass sie mir mal helfen bei irgendwas. Und natürlich, wenn es darum geht, mal irgendetwas zu zähmen oder so. Wir gehen natürlich schon hier überall mal entlang. Und wir haben auch noch viele Sachen vor, zum Beispiel die Bosskämpfe, die werde ich wahrscheinlich separat oder gesondert in einem Video machen. Das muss ich mal schauen. Aber ich will mich im Nachhinein schon gerne nochmal angucken, wie blöd ich mich da angestellt habe. Ja gut. Und mittlerweile, was habe ich für ein Level? Level 87. Ich habe auf dem Server mal 3 eingestellt, XP Leveling. Aber es ist schon, ja, es zieht sich. Und als ich mal auf einem öffentlichen Server war, warte mal, da muss ich mal nachschauen, wenn ich mich anhand den Gramm orientieren, was ich mal hatte. Ich glaube, ich war auch so um den Dreh rum, 88, 89. Und da war kein Level-Multiplikator drin, das ist schon extrem. Aber das bindet halt auch eben die Spieler dran. Das hält einen länger drauf und das finde ich toll. Kann sich halt da eben mehr. Ja. Aber es gibt da auch so verdammt viel zu entdecken hier in dem Spiel. Und so viel zu zähmen und. Ah, das macht einfach Spaß. Gut. Da versucht gerade ein Säbelzahntiger in mein Haus zu kommen. Oh mein Gott! Adler, helf mir! Aua! 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 Oh! Okay, das war ein gezielter Schuss in seinen Müll. Und die haben mein Zimmer Müll noch dabei. Kein Weg noch, Jan. Gut, heim. Und hier werden wahrscheinlich dann Reihen mit Schränken genauso aufgestellt, dass ich dort erstmal eine kleine bessere Struktur habe. Das lagern wir erstmal alles. Da muss ich mal schauen. Schmelzofen. Ich habe auch ein, das nennt sich Mind Wipe Tonic. Das resettet alles. Das habe ich zu Hause gemacht in der Lagerbase. Und dadurch habe ich halt eben auch dementsprechend ein paar Rezepte zurückgestellt, weil ich die nicht mehr brauche.
Werde ich wahrscheinlich auch ab und an mal machen, vielleicht auch ein paar Stats ändern. Das ist halt das Tolle dran, dass man seine Fähigkeiten und alles nochmal komplett neu zuordnen kann. Gut, Schmelzofen. Und ich werde auch versuchen, weil ich habe selber gemerkt, ich schaue mir die ganzen Videos nochmal im Nachhinein an. Und ich werde versuchen, vielleicht auch nicht mehr arg so viel zu schneiden. Arg. Und, oh Mann. Und ich bin auch ein bisschen erkältet, das habe ich auch schon gemerkt. Das wird wahrscheinlich jetzt anfangen und immer schlimmer. Ich hoffe es natürlich, dass es schnell vorbeigeht. Aber egal. Ich werde versuchen, nicht mehr so viel zu schneiden, weil ich, wie gesagt, auch im Nachhinein beim Anschauen gemerkt habe, ist ein bisschen zu viel. Und es ist halt dann auch viel Arbeit, wenn man viel aufnimmt und eben extrem viel schneidet. Kostet halt alles Zeit. Und ich meine, da muss ich ja ein bisschen mehr quatschen und euch ein bisschen mehr unterhalten. Und vielleicht ein bisschen mehr schneiden. Nein, nicht schneiden. Genau das wollte ich ja vermeiden. Gut, Metall hauen wir kurz mal in den Schmelzofen rein. Und werden doch mal hier ein bisschen das Haus weiter ausbauen, weil ich habe ein paar Wände. Das wollte ich nicht. Ja, Wände. Ich habe auch angefangen, allgemein jetzt so Strukturen ein bisschen mit Pfeiler und Steinpfeiler zu machen, weil das dann doch echt cool aussieht. Und da versuchen wir dann auch mal ein hübscheres Häuschen zu bauen, wenn es mir gelingt. Da würde ich dann auch noch Fenster hinbauen. Und von der Höhe her, da muss ja auch noch irgendwas für einen Adler machen. Vielleicht machen wir das so. Hier kommen ja die ganzen Schränke hin. Da wäre vielleicht nochmal ein separater Lagerzugang gut. Vielleicht kommen die auch nur bis hier hin und hier jetzt mal eine Tür zum separaten Bereich. Das wäre vielleicht cool. Und hier oben, das machen wir doch einfach mal kurz. Also halt jetzt nicht mehr im separaten Bereich, das will ich nochmal anders machen. Aber vielleicht hier. Ich bin ein bisschen zu schwer, das weiß ich. Das höre ich öfters mal, dass ich zu schwer bin. So, 5, 11. Vielleicht reicht es nicht. Egal, gucken wir gleich nochmal nach. Eine Falltür möchte ich eigentlich nicht haben. Wenn, dann würde ich nochmal so ein Dino-Tor machen. Weil bei den Falltüren, es gibt so große Falltüren. Fall. Dort diese riesige Falltüren. Die sind aber, wie soll ich sagen, die sind krampfig. Die sind ein bisschen nervig, da rauszukommen. Da benutze ich lieber solche Dino-Tore. Mit denen dachte ich mich nicht so auf. So, dann mal gucken. Wir wollen jetzt hier, ich glaube, das dürfte das sein. Aber dann machen wir da vielleicht ein oder zwei langer Weg. Und dann kommt dort eben so eine kleine Plattform, auf dem der Adler landen kann. Das denke ich eigentlich. Denke ich, ist recht cool. Und ich habe hier noch ein bisschen Paranoia, dass mich irgendwas angreifen könnte. Aber alles gut, ich habe ja einen Adler. So. Zweierweg und dann vielleicht nochmal so eine Plattform so groß wie das da wäre cool. Heißt, wenn ich vielleicht noch mal irgendwas anderes Großes hole. Und im späteren Verlauf möchte ich mir dann auch noch diese Aufzüge, diese Aufzugsachen machen. Habe ich noch nicht ausprobiert. Würde ich echt gerne mal schauen, was es so kann. Bin ein bisschen gespannt. So, dann kommt hier noch. Da braucht man dann. Brauche ich das außenrum? Brauche ich nochmal ein paar Pfeiler? Wenn die nicht reichen, muss ich ja nochmal ein bisschen was farmen. Und mit den Dino transportieren, da werden wir dann auch noch ein Floß bauen, dass wir, wenn wir irgendwelche Dinos auf dem Festland sehen, dann werden wir die einfach hier drüber transportieren. Das wird eigentlich dann bestimmt echt cool. Ich bin echt schon gespannt, wie es dann so rüberkommt. Ich meine, ihr könnt dann echt mal so eine, keine Ahnung,
euer Feedback da lassen und sagen, hey, das ist eigentlich voll scheiße. Ich fand es vorher echt cool da beim Strand. Oder ja, einfach so ein klitzekleines Feedback. Da würde mich echt freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Lasst doch gerne eine Bewertung da. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Ark Survival Evolved. Ciao!